Fleck, der Fleck, ja. Der Vlog fängt mitten in der Woche an. Montag und Dienstag hatte ich überhaupt keinen Bock, mal aufzunehmen. Denn es ist halt das alte, leidige Thema. Ford geht halt immer noch nicht so, wie er soll. Also ich fahre mit ihm, wie ihr sehen könnt, an der Scheibe hinter mir. Ich habe den ja Freitag abgeholt. Letzte Woche wurde ja Keilriemen gemacht, Lichtmaschine gemacht. Nee, das war vorletzte Woche. Ne? Vorletzte Woche war das. Letzte Woche wurde gemacht Kühler, Wasserpumpe und für 109 Euro netto von Ford so ein großer Kasten, so groß wie die Hand ungefähr, ja, ungefähr, ein bisschen größer noch, ein Temperaturregelsensor, Blitzer, nein, ich feiere, so ich soll, okay, Temperaturregelsensor, Scheiße, bla bla bla, der wurde eingebaut. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Wagen, der nachdem ich fertig war, also zu Hause angekommen bin, nach der Werkstatt, mal reingeguckt. Da war er, also die Werkstatt meinte, die haben voll gefüllt, die Kühlflüssigkeit. Da war er aber auf vor Minimum, auf Minimum. Da dachte ich, naja, vielleicht haben sie noch nicht aufgefüllt, vielleicht haben sie was vergessen. Hab dann am Montag reingeguckt. Also Freitag abgestellt, Montag, nee, Quatsch, warte mal, jetzt müssen wir, durcheinander. Freitag haben sie fertig gemacht, genau. Und ich habe Sonntag abgeholt. Sonntag? Ja, Sonntag, genau. Hab Montag hin, also hab den Montag wieder benutzen wollen, gucke rein morgens und sehe, es waren nur noch 2 Zentimeter Boden mit Kühlwasser belegt. Aber kein Leck, nichts, keine Pfütze, überhaupt nichts. Also das scheint nicht auszutropfen irgendwo. Der Druck war auch da. Also habe ich gedacht, gut, okay, fährst du einfach mal los. Dann habe ich Montag komplett alle paar Sekunden immer aufs Tempomat, auf die Temperatur geguckt. Damit er auch ja nicht überhalb kommt. Er steht jetzt auch gerade vorhalb. Manchmal steht er auch zwischen Viertel und halb, aber er geht nicht überall. So, zumindest habe ich dann gesagt, okay, wir werden mal nicht nachfüllen das Wasser, nachdem ich am Montag fertig war. Claudia hat aber nachgekippt, genau. Dienstag bin ich dann wieder gefahren, ganz normal. Und dann habe ich gesagt, mal nichts nachkippen. Ich kippe nichts nach, ich gucke mir das heute, also Mittwoch mal an, wie viel da war, und es war nichts mehr drin. Ich habe einen aufgeschraubten, der hat über Nacht gestanden, der hat auf jeden Fall Druck gehabt noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bin dann mit der Flasche Wasser hin, also wirklich nur normales Wasser, weil ist ja Quatsch, wie andere Zeug da, ist kalt genug draußen, ist ja Verschwendung, wäre ja bloß Geld verschwendet. Hab nachgekippt, ich fahre jetzt wieder 110 Kilometer mittlerweile. Er ist immer noch wunderbar gekühlt. Er läuft hoch, er zieht, er macht keine Mucken, er quietscht noch vorne ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall noch die eine Rolle, die lasse ich noch machen. Aber mit Quietschen kann ich leben. Ist ja nur, wenn ich stehe, dann macht er gleich. Wenn ich fahre, ist auch nichts. Ich habe mir gestern, also Claudi hatte den Kunden Ford gehabt im Werk, also habe ich gesagt, hier, bestell mal den Deckel bitte, frag mal nach, was der kostet. 20 Euro, also der Deckel für den Kühlwasserbehälter. Weil der Deckel ist nämlich so konzipiert, dass da drin auch so Ventil ist, was denn nachgibt, wenn zu viel Druck ist. Und ich vermute mal, dass entweder der Deckel ein Ding weg hat und für 20 Euro, mein Gott, ich habe schon mehr investiert, dann probiere ich einfach mal. Oder, was mir heute Morgen beim Einfüllen aufgefallen ist, ich bin überzeugt, ich habe kein Wasser daneben gekippt. Und hier, jetzt hört er mal vielleicht. Da quietschen hört ihr, ne? Und war überzeugt, ich habe kein Wasser daneben gekippt. Hab aber gesehen, wie genau in der Mitte, da wo das obere Unterteil vom Kühlwasserbehälter zusammengeschraubt oder geschweißt werden, was auch immer, nun wird er mal hier grün, dass da Wasser plötzlich geflossen ist. Also kann es ja sein, was selten ist, aber ich habe es mal mit einem Renault Master gehabt, dass der Kühlwasserbehälter einen Riss hat
vielleicht durch damals, wo er so einen übelsten Druck hatte, wo mir die Hand immer so weggefetzt ist, wo ich aussah wie Sau mit Kühlwasser. Und dass dieser eventuell nur unter Druck der Riss aufgeht und das Wasser da rausspritzt. Versteht ihr, wie ich meine? Also als wenn ich jetzt reinpuste in den Luftballon, dann bläht er sich ja auf. Und wenn da zu viel ist, dann platzt das Ding ja. Deswegen werde ich jetzt immer warten, bis der Deckel da ist. Ich werde den Deckel tauschen. Ich werde es beobachten, werde mir abends, bevor ich ins Bett gehe, den Stand. Oh nee, warte mal, machen wir mal anders. Ich mache mir mal mehrere Striche dran. Einmal nach der Tour gleich und einmal abends, wenn er kalt ist. Dann werden wir sehen, was hat er verloren. Dann mache ich ihn auf und werde dann nochmal einen Strich machen. Also dann habe ich verschiedene Striche und sehe, hat er noch was verloren oder nicht. Und wenn er dann immer noch was verliert, dann werde ich einfach noch einen Kühlwasserbehälter kaufen, werde den selber wechseln. Ich denke mal, es sollte möglich sein. Die Werkstatt hat keine Zeit. Heute Morgen hat er mich aber angerufen um 6:30. Hat er wohl, keine Ahnung, vielleicht schlecht gewissen. Ja, weiß es nicht, hat mit mir gequatscht, wie er nur lief mit dem Auto und ob er fährt, bla bla bla. Und habe ihm ja gesagt, was meine Vermutung ist. Er hat gesagt, unmöglich ist es nicht. Kann ja sein. Und deshalb frage ich mich, war denn die Wasserpumpe auch wirklich kaputt? War denn der Kühler auch wirklich kaputt? Ich weiß nicht, dass er auf blauen Dunst gesagt hat, das und das ist kaputt. In der Hoffnung, dass es dann wieder heil ist. Naja, wo war ich stehen geblieben? Werde ich morgen, also am Donnerstagmorgen nochmal gucken, wie denn ausschaut. Und so den Kühlwasserstand. Werde sonst, wie gesagt, Kühlwasserbehälter selber einbauen. Denn die Werkstatt hat keine Zeit. Ich habe Dienstag nächste Woche einen Termin bei Ford. Eigentlich ungerne, aber naja, sind halt Ford und teuer und Autohaus und bla bla bla. Oder originale, nicht original, wie heißt das? Markenwerkstätten. Da bist du mal schnell mit 80 bis 110 Euro die Stunde bei für den Rumfummeln da. Wollen Sie den mal angucken denn? Ich hoffe, dass ich bis dahin was finde. Ansonsten, ja, wenn es anders geht, fahre ich halt jetzt erstmal so. Ich habe alle zwei Tage Wasser nach aufgeschüssen. Ich muss jetzt Leistung bringen. Beim Auftraggeber kann nicht sein, dass ich dass der Wagen ständig ausfällt. Ich da mit einem anderen Auto komme und nicht so wirklich schwere Ware mitnehmen kann. So, ich mache jetzt erstmal einen Cut und werde gleich noch ein anderes Thema anschneiden. So, da bin ich wieder. Ja, ich mache den Cut, um für mich nachher beim Schneiden, dass er, das war das Thema, das war das Thema. Ne, ist für mich halt. So, nächstes Thema ist, unser letzter Fahrer wird uns wohl auch wohl verlassen. Da wo er jetzt fährt aktuell, der hat mich gestern so mal eben den Bike angerufen und gesagt, ja du, ich wollte was sagen, nee, eine WhatsApp war das, genau, Voicemail. Ab Neujahr brauchen wir den Fahrer nicht mehr. So, und dabei weiß, er weiß genau, dass ich gesagt habe, dass ich bis Frühjahr nichts ändern will. Ich will keine neuen Aufträge, ich will keinen neuen Fahrer holen. Ich will mich mal nur komplett auf mich, die Tour, den einen Auftraggeber und das Auto konzentrieren. Oder auch einfach mal aufs Weihnachten. Jedes Weihnachten habe ich gebuckelt, bis auf letzte vielleicht, wo ich krank war, Burnout, blablabla. Jetzt suche mal die Woche über noch irgendwie was hinzukriegen. Ich habe dem Fahrer gesagt, pass auf, ansonsten stelle ich dich halt nur auf ein paar Stunden ein. Dann musst du halt erstmal bis früher noch mit Hartz IV aufstocken. Und dann werde ich auch was finden. Ich will aber jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwas suchen wieder. Das muss ja auf alle passen. Ich will auch kein neues Auto dazu holen. Ne, die zwei Fords, die ich jetzt aktuell habe, reichen. Der große Renault von damals mit dem Motorschaden, wo der Motor einen Monat gerade nach Ablauf der Gewährleistung kaputt gegangen ist. Ich habe auch nur Pech, ne, wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich euch mal aufzähle in einem Video, wie viel Motorschäden ich hatte. Und immer durch dumme Sachen, weil Fahrer kein Öl nachgekippt haben oder sonst sowas. Na, ich könnte mir hier locker zwei Neuwagen kaufen, schon mittlerweile. Naja, ein, aber ein paar gut gebrauchte.
weil ich das ganze Geld mir sparen hätte können. So, ich bin jetzt in Ossipat Wustrow. Ich muss nach Born und nach Prerow. Echt scheiß Tour ist das, hier oben lang zu fahren. War ich stehen geblieben. Genau, und wie gesagt, entweder endet das Angebot an oder wir müssen halt getrennte Wege gehen, was aber schade ist, weil er ist schon so lange bei mir, wir verstehen uns, er hört von mir nichts, er hört von mir nur, wenn er Scheiße gebaut hat, was. Ich höre von ihm nichts, außer er baut Scheiße. Also nicht dieses ständige immer kontrollieren müssen und sowas. Ja, menschlich ist er okay, er ist hin und wieder mal eine ziemliche Schlampe in Sachen Sauberkeit. Falls du das siehst, dann weißt du selber, da hätte ich schon ein paar Mal ins Gesicht gehauen. Es gab ja auch schon teilweise mal richtig Zoff deswegen mit uns. Wenn ich dann mal spontan meine Fahrzeuge damals kontrolliert habe, wo wir auch bei Hermes waren, und dann sah das Auto manchmal aus, da hätte ich ihn am liebsten, naja. Ja, und ja, wie gesagt, ansonsten wird er uns wohl verlassen, was schade wäre. Willst raus? Komm, fahr, jo. So, ja, was gibt es noch für Neuigkeiten? Warte mal, irgendwas war noch. Ja, wir können ja den Rastvibe nochmal ansprechen, den aktuellen. Wir haben 38 Folgen aktuell. Ich werde heute, morgen, übermorgen noch spielen. Also denke ich mal, ich komme schon auf 50 Folgen. Und jetzt ist die schöne Neuigkeit für euch. Eventuell steige ich bald wieder um auf tägliche Rastvideos. Weil wir haben es jetzt geschafft, in 3 Tagen 32 Folgen zu machen. Wir haben Freitagabend angefangen. Nicht Donnerstag, sondern wir haben zwar Donnerstag angefangen, aber der wurde ja nochmal gepiped. Und haben von Freitagabend bis Sonntagabend 32 Folgen gemacht. Und ich sage mal, wenn ich 3 Tage im Monat Hardcore Rush spiele und für den ganzen Monat Videos habe, dann kann ich auch wieder komplett auf täglich umsteigen. Nicht so wie damals auf dem alten Server. Da habe ich ja 14 Tage gespielt, habe 60 Folgen gehabt. Das ging nicht. Das war zu viel. So kann ich mich mit abfinden. Ein Wochenende opfere ich für Rast. Die anderen Wochenenden sind ja meine. Und vielleicht mal andere zu machen. Also aufzunehmen. Und einfach mal rauszugehen. In die Welt, in die echte. Ja. Krankheitsmäßig geht es bei mir auch schon wieder. Ja, ein bisschen Rotze noch. Hört man ja so an der Stimme. Aber sonst ist alles gut. Müde bin ich. Und ich kann auch an die dunklen Jahreszeit liegen. Ich hatte damals Winterdepression. Ich bin auch jetzt schnell demotiviert. Wenn was nicht funktioniert. Andererseits bei dem Haufen Scheiße, was hier passiert mit dem Auto, ist kein Wunder, wenn jeder demotiviert. Wenn er ständig jede Woche zig hunderte Euro in ein Auto stecken muss. Aber es macht halt keinen Sinn jetzt, die Gewerkschaft meinte, stoß den Wagen ab, hol dir neuen. Völlig behindert. Ich werde doch nicht jetzt in einem halben Jahr 8.000, 9.000 Euro reinstecken in das Auto und dann abstoßen für, was weiß ich, 3.000 Euro oder so. Nee, das sehe ich gar nicht ein. Irgendwann muss ja mal Feierabend sein. Es gibt ja kaum noch neue Teile, gewechselt werden müssen. So doof klingt, aber da ist nicht mehr viel. Das würde mir jetzt mal einfallen. Krümmer neu, Turbo neu. Kopf neu, Nektoren neu. Alles im Kopf neu. Stöße, Kipphebel, Nockenwelle, bla bla bla. Getriebe neu, Anlasser neu. Lichtmaschine neu. Lichtmaschine neu, neu. Also zweimal hintereinander. Keilriemen. Also Keilriemensatz mit allen Spannrollen bis auf die eine. Wasserpumpe neu. Kühler neu. Reifen sind frische drauf. Bremsen wurden neu gemacht. Die Achse wurde regeneriert hin. Bremsleitungen wurden neu gemacht. Es gibt nichts mehr groß. Jetzt nur noch Kleinigkeiten, Sensoren und so ein Scheiß. Wobei, selbst der Nockenwellensensor ist schon neu.
Also wenn der Wagen dann endlich mal läuft, dann habe ich ein Auto für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Wenn ich die verkaufe, kann ich auf jeden Fall meine 8000 verlangen. Denn wenn ihr mal bei Mobile guckt, einfach mal Ladeboard Ford eingebt oder Ladeboard Transporter, der günstigste Los aktuell bei mir bei 5.999 Euro mit 280.000 runter, Baujahr 2006. So, und dann komme ich daher, Baujahr 2004, alles neu. Selbst die Fahrerkabine wurde außen komplett neu lackiert, damals von mir, also ich nicht, ich habe es im Auftrag gegeben, und so ein Splitterschutz an der Seite wurde gemacht, also so, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt, sieht so grobkörnig aus. Ja, ne, ich habe also eigentlich ein feines Auto, wenn er nicht so eine Macke haben würde. Ja, vielleicht ist auch ein Geist drin, ich weiß es nicht, dann geht nicht wieder, es geht schon echt lange, ey. Weil mich letztens Vanessa draußen gestanden hat, mit ihrem Freund eine geraucht hat. Das Auto stand schon ein paar Stunden rum, Schlüssel war abgezogen, es war nichts an. Und plötzlich ging drinnen die Beleuchtung von der Uhrzeit und von dem Kilometerstand an und aus. Und an und aus, sagt sie, das war mir aber unheimlich. 9.01 Uhr, scheiße, ab 9.30 Uhr jetzt so. Oh nee, so noch langsamer fahren. Naja. Gut, ansonsten, wie gesagt, Viper ist bis jetzt sehr lustig. Wir haben geile Aufnahmen, wir haben Experimente gemacht mit Heli und mit dem Heli Airdrops klauen. Lasst euch überraschen, da sind wirklich, wirklich geile Sachen bei. Eco-Raids haben wir wieder gemacht, wir haben normale Raids gemacht. Wir haben gefightet, viel gefahren, getaucht, wir haben das Cargo gecountert, aber wir haben eigentlich alles gemacht. Und wir haben halt meine neue Base-Design aus der Not heraus probiert. Das lief am Anfang sehr gut, dann haben wir ein ziemliches Loch gehabt, weil in Folge 4 kann ich schon mal voraussagen, kommen AK-Männer. Oder kommt ein AK-Typ. Nach einer Stunde spielen oder so. Naja. Gut, reicht jetzt, sonst wird das hier ein ewiger Vlog. Ich hau mich jetzt ins Bett, genau. Genau, gute Nacht. Ich hau jetzt die Kamera aus, ich mach sie aus, aber ich bin so fertig. Ja, eingehauen jetzt, tschüss. Moin! So, ich hab mal ein bisschen Fenster auf, weil ich gerade rauche. Ich hoffe, ihr hört mich. Es ist Donnerstag und es schneit. Naja, Schnee, Regen, Schnee, Mischmasch. Und vor mir fährt ein Auto. Also nicht da direkt vor mir, sondern eins weiter. Das hört sich an wie ein Trecker. Ich dachte erst mal, mir im Auto ist was kaputt gegangen, wo ich bei dem vorne, also in der Nähe gefahren bin. Hab damals einen Abstand gehalten und dann wurde das Geräusch leiser. Das ist eher da vorne. Ich weiß nicht, was er hat, aber das klingt überhaupt nicht gut. Vielleicht hört ihr das. Ich mach mal Fenster weiter runter. Der ist auch schief, also entweder hat der einen Platten oder den seine Stoßdämpfer rechts sind komplett im Arsch. Irgendwas schleift bei dem, aber richtig heftig. Jetzt schaltet links, das müsst ihr nicht hören. Alter Verwalter. Jetzt fährt er rechts ab. Seht ihr, wie schief der ist? Der hat vorne rechts Platten, Alter. Lol. Gesehen, wie kann man denn mit einem Platten bei dem Wetter fahren, Alter? Der hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank oder was? Und das ist jeden Morgen immer irgendein Idiot, der so eine Scheiße baut hier. Moin.
19. So, wir haben Freitag den 13. Normalerweise gehe ich an so Tagen gar nicht arbeiten, wenn es sich vermeiden lässt. Heute ist es mir aber nicht eingefallen, dass es heute soweit ist. Und ich komme in Rostock an, alles ist trocken, ne? Komplett der Hof ist alles trocken. Ich parke an der Stelle, wo ich immer parke, und steige aus und trete schön in eine fette Pfütze. Da ist nie eine Pfütze. Da kann eigentlich gar keine Pfütze sein, weil da alles eben ist. Aber nein, bin da reingetrampelt. Toll. Aber ansonsten Fazit für die Woche. Vielleicht sollte ich das mal machen. Freitag ist mal ein Fazit. Das ist gar nicht so schlecht. Der Ford hält. Das ist das Erste und Wichtigste auf jeden Fall schon mal. Ich kippe zwar jetzt jeden Morgen Wasser nach, aber heute Morgen war mehr drinne denn je. Also ich verstehe es nicht. Aber es tut ihm ja anscheinend nichts Ungutes, der Wasserverlust. Sonst war immer, ich sag mal, so viel drinne. Jetzt war wirklich ungefähr so viel drinne. Und ich kann damit leben, der Ford kann damit leben. Dann hoffe ich mal, dass das so bleibt. Na gut, meine Dienstag geht dann sofort direkt. Dann werden wir schon weitersuchen, wo der Problem liegt. Der Deckel müsste heute eigentlich auch kommen für den Kühlwasserbehälter. Und ja, Vibe haben wir abgeschlossen gestern Nacht oder heute Morgen um kurz nach 0 Uhr. Ich hatte nur 4 Stunden Schlaf. Mit der Bonusfolge, die geht eine schöne 15 Minuten circa, wenn ich da noch was rauscutte, aber ich glaube, ich cut da nichts raus. Aber ohne Energetik, der war beim vorletzten Folge noch mit bei, den ging es aber nicht gut. Hat Halsschmerzen, mit Leiden mal ein bisschen verarscht. Immer wenn er dann gemacht ist, er hat immer so gemacht, weil sein Hals halt wehtut, da habe ich immer zurückgemacht. Und Jules hat sich da nicht mehr so die eingekriegt vor Lachen. Gut, heute Abend geht der nächste Ride los. Wir werden noch die Staffel 24 anfangen. Und mal gucken, vielleicht nach der aktuellen Staffel, die läuft, die 22, gibt es vielleicht wieder täglich Videos. Kommt drauf an. Ich muss mal gucken. Ich will einen guten Puffer haben, einen guten Vorlauf haben. Und dann kann man drüber nachdenken. Dann werde ich das immer so machen, dass ich kürzere Staffeln bringe. Die jetzt hat über 40 Folgen auf jeden Fall. Ich habe irgendwann bin ich hinterhergekommen mit Beschriften weiter, wieder Hauruck-Aktionen, überall was Neues gab. Der Server ist jetzt aber auch denn dead. Ich denke mal, da wird es sich heute nicht mehr tun am letzten Tag da. Ja, ui. Ich friere mich schmutzig. Warum muss eigentlich die Ware mal so keimig sein, als wenn sie 3 Jahre irgendwo in irgendeine Halle gelegen hat? Das ist widerlich. Und dann werden wir heute, wie gesagt, die neue Staffel beginnen. Jules ist nicht dabei. Er kann am Wochenende nicht. Wir wollen nämlich nur Freitag, Samstag, Sonntag spielen. Dafür wird wohl, wie der aktuelle Stand ist, Ragnar dazustoßen. Ragnar Lottbrock oder Blödbrot, wie ich ihn genannt habe, in Community-Staffel. Vielleicht kennt noch der eine oder andere. Also habe ich schon mal ein neues Opfer für meine verbalen Attacken. Der musste damals schon unter mir leiden. Ich bin gut gelaunt auf jeden Fall. Ich bin zwar müde, ich werde jetzt gleich duschen, was essen und dann gehe ich ein bisschen pennen. Auf 2-3 Stunden. Oh, ich bin aber gut gelaunt. Das ist wichtig für die neue Staffel. Weil wenn ich keinen Bock habe, dann merkt man das. Das sind ja auch scheiße. Die Staffel war echt gut. Wir hatten alles gehabt. Ich habe mir so viele Sachen gewagt, aber lass dich überraschen. Ne? Langsam. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen dritten Advent. Macht die Kerze an, meine ich, und pustet sie wieder aus, damit es nicht abfackelt bei euch. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt reingehauen, bis bald. Kommando zurück, Freitag der 13. Ich habe gerade was gesehen, das habe ich heute Morgen nicht bemerkt. Eine dicke, fette Beule. Und das kommt von hier. Ich habe die Kante mitgenommen.
und habe das ganze Ding einmal durchgebrochen. Ist das zum Kotzen, ey. Freitag der 13. Arschtag.